Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Hoffe natürlich, dass ihr auch genau diesen gehabt habt und freue mich, mit euch die Patch Notes 9.4 teilen zu dürfen. Denn diese sind heute rausgekommen, nicht gestern, wie ich erwartet hatte. Das heißt, auch für die, die es interessiert, Kayle und Morgana werden morgen auf den PBE kommen. Ich werde morgen dazu wahrscheinlich Gameplays aufnehmen und ihr könnt diese dann morgen erwarten. Wir kommen zu den Patch Notes 9.4 und hier haben wir als erstes Katus. Hier muss man natürlich sagen, Katus ist einer der Champs, die ich komplett hasse. Ich denke, das ist so ein bisschen wie Master Yi, ihr kennt es. Ja, er sitzt die ganze Zeit im Jungle, powerfarmt die Hölle, drückt zwischendurch die Ultimate. Ihr seid in der Mitte, ihr seid übelst am Joggen. Er ist vielleicht sogar in eurem Team, ihr seid am Schwitzen, ihr seid am Machen. Er kämpft euch, ihr habt so 3-0, seid mega happy, denkt so geil gespielt. Ihr guckt einfach einen Jungler, der nur im Jungle war, Katus, er steht 7-0. Na? Ich meine, in dem Fall ist es gut, wenn er in eurem Team ist, aber Katus, ne, der farmt einfach 24-7 und ultet aus dem Jungle raus. Ist zu stark, wird jetzt genervt, allerdings, ja, ne, 5 Damage weniger auf der Q und auf der Single, beziehungsweise auf der isolierten Q 10 Damage, also das Doppelte, weil es wird ja verdoppelt. Frage hier, ja, 10 Damage kriegt erstmal nicht viel, allerdings trifft dich ja so eine Q öfters meistens, ja, das heißt, ne, einmal, zweimal, dreimal, vielleicht sogar viermal, das wären schon 40 Damage. Ich denke, hätte man aber durchaus ein bisschen noch runternehmen können, aber warten wir es mal ab, sehen wir mal, was passiert. Lucian. Da bin ich ein bisschen fragwürdig. Und zwar ist es so, dass Lucian-Spieler, die spielen mit Mana Flow Band, ja, das habe ich gelernt und das habe ich selber auch gespielt. Und mit dem W könnt ihr sehr, sehr schnell das Mana Flow Band spammen und stacken. Ja, das heißt, ihr nehmt es auf Level 1 und böllert es, ihr könnt es kaum verfehlen, macht Damage. Das Ganze sagt man, hey, nee, das soll der nicht. Das ist, der soll dafür mehr investieren. Das bedeutet, es kostet jetzt 20 mehr Mana, genau das, was man ungefähr kriegt. Man kriegt gleich 25 Mana immer pro Stack. Und es macht jetzt 30 weniger Schaden. Im Early Game sind es nur 10, das geht dann noch, weil du packst ja erstmal eh nur einen Punkt rein bis ins Late Game. Aber ich frage mich trotzdem so ein bisschen, Lucian ist gerade A, nicht broken, dass man sagen müsste, oh mein Gott, der hat zu viel Mana, holy shit. Ne, das glaube ich nicht. Und außerdem frage ich mich, es gibt 3 Milliarden Champions, die Mana Flow schnell stacken können. Warum darf er das nicht? Also, ich bin jetzt kein absoluter Lucian-Fan oder irgendwie ADK-Fan, aber ich bin ein fairer Mann. Und deswegen frage ich mich, warum darf er das nicht? Ja, ich hätte ja was sagen können, aber das lassen wir, bevor hier noch irgendwie mein Kanal gebannt wird. Ja, Rek'Sai kriegt ein paar Change of Lives, also die ihr Leben deutlich einfacher machen sollen. Und zwar ist es bei ihrer Passive. Es ist nämlich so, dass sie jetzt, wenn sie volle Stacks hat oder ihre Wutbar voll aufgeladen hat, dann ist sie nicht mehr yellow, dann wird sie rot. Das heißt, hey, jetzt kannst du die E drauf böllern. Außerdem gibt die eingegrabene Q jetzt 25 Wut. Ist natürlich interessant, wenn du unter der Erde bist und jemanden Qs, kriegst du 25 Wut. Wenn du quasi wenig HP hast, wird das wahrscheinlich sofort in Heal verwendet, aber ansonsten könnte man das aufbauen, ist gar nicht so bad. Die Q außerdem beendet, wenn du eingegraben bist, also ne, die auf der Erde, die Q wird beendet. Und wenn du das W geskillt hast und stirbst, dann kommst du direkt mit der W eingegraben wieder, ist natürlich auch was ganz Nettes. Und die Ultimate kannst du nur noch dodgen, wenn du richtig krass oder, also dashed oder blinkst, also in eine Distanz, also massive Distanz, ne? Bisschen springen, so ein Riven E wird wahrscheinlich nicht mehr reichen, sondern du musst richtig krasse Distanz zurücklegen, ne? Sylas, meine Freunde. Sylas hat so 47% Winrate. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass Sylas getankt gespielt werden muss. Tank, Toplane oder im Jungle. Ich habe letztens auch einen auf der Toplane gehabt im Gegnerteam. Der hat Iceborne gebaut, der hat diese Spirit Visage gebaut. Der war ein komplettes Monster, den konntest du nichts gegen machen. Full AP Sylas, in meinen Augen komplett Garbage, aber lassen wir das. Ja, also im Early Game ist Sylas super stark, aber im Late Game halt richtig kacke. Aber gut, was wird geändert? Er macht jetzt mit seiner Q, hat er ein bisschen mehr Radius gegen Champions, also dieser Detonationsradius, wenn er mit seinen zwei Ketten aufeinander trifft. Das heißt, das ist leichter anzubringen. Dafür wird allerdings der Heal reduziert von der W auf 20, auf Stufe 5. Im Early Game bleibt es gleich. Und hier muss man natürlich sagen, der wird, glaube ich, bin mir nicht sicher, verdoppelt oder verdreifacht, wenn man wenig HP hat. Das heißt, hier gehen dann eventuell sogar 40 oder 60 hier mit runter. Ist aber auch dringend nötig. Ja, weiter geht's dann auch mit Thresh. Thresh muss man natürlich sagen, der wurde für die Worlds gebufft. Thresh wird immer für die Worlds gebufft. Ist gerade der, glaube ich, meistgespielteste Supporter in ganz League of Legends. Super viele Leute spielen Thresh und bei Thresh ist einfach, ne, der ist interessant zuzuschauen. Und wenn Worlds sind, dann sagt sich Riot, hey, ne, wir wollen Thresh sehen, der ist cool, damit kannst Plays machen, der ist nice, ist geiler als Jenna und Nami und sowas. Zack, Thresh buffen, jetzt sind die Worlds vorbei gewesen und deswegen wird er wieder genervt. Ja. Zu den Worlds wird er dann wahrscheinlich wieder gebufft. Das heißt, mehr Mana auf der Q und
4 Sekunden mehr Cooldown. Ja, das heißt, es gibt ja einige Thrash, die E maxen. Spätestens nach diesem Nerf musst du die Q maxen. Machen aber auch die meisten. Macht auch einfach Sinn. Urgott. Urgott wurde letztes Mal schon genervt, wird nochmal genervt. Das heißt, 20 mehr Mana auf der Q. Das ist echt teuer jetzt. Vor allem, weil den Spell nicht maxt am Anfang. Und W, die Purge, den man maxt. Der kostet jetzt 65 Mana und hat ja quasi ein bisschen mehr Damage im Late Game tatsächlich. Aber dafür Scaled ist schlechter, wenn ich das richtig sehe, mit Bonus Health. Und das im Early Game ist das Schild deutlich schlechter. Also im insgesamten auf jeden Fall Nerf. Yasuo, darüber hat sich, glaube ich, Sola schon drüber aufgeregt. Ne? Er wurde nämlich damals, wo Infinity Edge, die letzte Infinity Edge, also das mit dem True Damage dazu kam, wurde Yasuo als Ausgleich gebufft. Naja, jetzt kam das alte wieder, aber Yasuo ist gleich geblieben und deswegen war Yasuo broken. Deswegen wird er jetzt genervt, der ist nämlich zu stark, muss man echt sagen, Yasuo ist zu stark. 3 weniger Damage und 20% weniger Crit Damage, ja. Ist auf jeden Fall nicht so geil, tut definitiv weh, aber Yasuo ist super, super strong. Zed, das ist was sehr Interessantes definitiv, Leute. Bei Zed ist es im Moment so, was ist die Sache? Zed ist ein Champion, also es geht um seine Ultimate. Sein Ultimate hat meine Passive dazu bekommen und zwar ist es so, dass wenn er jemanden ultet, er einen Anteil und ihn killt, er einen Anteil seiner AD bekommt und einen Basiswert. Das heißt, er bekommt 5 und dann nochmal plus, ihr seht, 5%, 10% oder 15% der AD dieses Ziels. Das ist an sich ganz cool, das heißt, wenn er einen Talon ultet oder einen Jhin ultet, bekommt er super viel AD. Und es war was sehr Einzigartiges, es hat ihm ein bisschen Würze verliehen. Das Problem bei dem Ganzen ist, manchmal hast du einfach gar keinen... Das heißt, wenn du den AD Kill die ganze Zeit abfarmst, was dein Ziel ist eigentlich, das steht hier zwar nicht, aber das sage ich jetzt, weil ich es weiß, na, dann reduzierst du deinen eigenen Damage, weil der keine AD kaufen kann und dadurch kriegst du weniger AD durch ihn. Ist auch ein bisschen weird. Und das größte Problem ist, dass du manchmal vielleicht lieber das Ziel tötest, zum Beispiel den 07 AD Carry, weil der dir gerade AD gibt, anstatt die 4-0 Cassiopeia, weil da eben nicht so viel AD bei rumspringt. So als, ne, du, die Ziele, du richtest dich, ich wollte schon sagen schwanzgesteuert, aber eher Blade gesteuert bist du, ja? AD gesteuert, ne? Das heißt, du verlierst ein bisschen den Blick. Das ist halt ein bisschen unglücklich. Und deswegen sagt man sich, hey, das nehmen wir jetzt weg und wir buffen ihn. Das heißt, Attack Speed um 3, auf 3-3 pro Level. Ihr denkt jetzt erstmal, was soll man mit Zed auf Attack Speed? Attack Speed Zed ist giga heftig, Leute. Damals Rune King war super, auch teilweise meine Core-Item. Mit mehr Attack Speed kriegt ihr mehr Auto-Attacks in eure Ultimate und Split-Pushen ist giga krass mit Zed mit Attack Speed. Das haut richtig rein. Außerdem macht das Shuriken jetzt mehr Schaden auf Stufe 1 und auf Stufe 5, das heißt, wir haben 10 mehr Damage und sogar ein Scaling von 1-0. Seine Living Shadow Range wurde auf 1950 angehoben, das heißt, er kann jetzt richtig weit mit der W springen. Das ist ein heftiger Buff. Heftiger Buff und 2 Sekunden weniger auf der W, das heißt, er kann sie öfters im Early Game einsetzen. Dafür wurde allerdings Reaper of Shadow komplett entfernt, aber ich sag, das sind alles gigamäßige Buffs, das ist gut für ihn. Er ist viel weniger abhängig von der Ultimate, er ist viel weniger abhängig. Manchmal hast du so Games, da tötest du einfach keinen. Dann fehlen dir diese AD. Jetzt bist du viel stärker im Level-Game, vor allem bis Level 6 bist du viel, viel stärker. Du kannst deine W öfter benutzen, du kannst die auch zum Escapen besser benutzen. Du hast mehr Damage und für mehr Attack Speed, du kannst besser pushen, besser Türme machen. Das ist heftige Buffs, also Zed, Leute, freut euch. Ich werde wohl auch mal wieder Zed spielen müssen. Für mich als Talon-Main freut mich das nicht, weil das Matchup ist schon schwer genug gewesen. Das ist halt sau unfair. Talon wird die ganze Zeit genervt. Damals war es Matchup free. Talon gegen Zed, free Matchup. Jetzt wird Talon die ganze, oder wurde die ganze Zeit genervt. Zed wird permanent immer und immer wieder gebufft. Jetzt lange ist das Matchup wirklich sau hart. Ich hätte gesagt, es ist aktuell 40-60. Also 40 Talon, 60 Zed, so die Richtung. Vielleicht 45-55. Jetzt wird es auf jeden Fall 35-65, irgendwie sowas. I don't know. Conqueror, meine Freunde. Holy fucking shit. Vielleicht habe ich es falsch gelesen, aber bei Conqueror ist das Problem, du stackst das Ding hoch, du kannst es sofort usen, also du stackst es an den Minions hoch, dann machst du ein Auto-Attack und hast sofort Conqueror. Bam! Das sollte eigentlich was sein, was sich aufbaut, aber du hast es sofort. Ne? Minions hochstacken, bam! Das Problem ist auch, dass du damit Tanks wegschredderst. Tanks werden, habe ich heute erst gesehen, Alter, ich habe Top-Lane Kayn gespielt, ja. Top-Lane Kayn gegen Mundo. Den habe ich, sobald ich meine Darken-Form hatte und Conqueror, ich habe den so weggeschreddert, der war weich. Das war ein Papier Mundo und die hatten Nunu im Team, das war Papier Nunu, die waren richtig aus Papier. Das Ganze wird geändert und zwar, holy shit, ja, ich glaube es ist Fairwolf Battle, wenn ich mich nicht täusche. Das wird komplett alles gestrichen, Damaging Attacks and Abilities grants 3 bis 15 Adaptive Power, das heißt auch AP, AD oder AP, Level 1 bis 18, scaled halt für 3 Sekunden, 8 Sekunden für Nahkämpfer. Stacking up to 5 times, das ist Fairwolf Battle oder nicht?
Fairwurf Battle, für die Leute, die es kennen, das war genau, also also erstmal müssen wir den Vergleich halt machen. Also du machst einen Spell auf den Gegner oder ein Auto-Attack musst du auch, Damaging Attack, ja. Das heißt, du machst Auto-Attack, bekommst auf Stufe 18 15 AD. Machst ein Auto-Attack, 15 AD. Machst ein Auto-Attack, 15 AD. Machst ein Auto-Attack und so weiter. Bis zu 75 AD. What the fucking hell? Vorher waren es 35. Das heißt, das ist einfach Giga-Quadruplifiziert. Holy fucking McFreud. Ja, dafür allerdings macht man nur noch 10% True Damage und die anderen, und davon wird die andere, stopp, 10% auf your Damage wird konvertiert und du heilst dich mit genau diesen Amount, ne? Das heißt 10% True Damage, 10% Heal, ja, das wurde jetzt quasi nicht mehr 20, sondern 10. Aber holy fucking McFreud, das ist doch komplett crank. Natürlich, klar, du musst es hochstacken, ne, bei Conqueror, du hast es in der Wave hochgestackt, hast den Gegner angegriffen, hattest Conqueror am Start. Jetzt musst du es hochstacken, es gibt einige Champs, die können das sehr gut, einige können das nicht sehr gut, aber die Frage, die ich mich hier stelle, hier steht nicht, dass man Champions damagen muss. Damaging Attacks and Abilities grants against, ja, es ist die Frage, es ist ein bisschen schwierig geschrieben, weil es alles in einem Satz ist. Es ist die Frage, kann man es an Minions hochstacken oder muss man es an Champions hochstacken? Ich denke mal an Champions, sonst wäre es im Jungle ziemlich, Bro, das ist, muss man an Champions hochstacken. Das heißt, klar, ich bin mir noch nicht sicher, ob es broken wird. Conqueror war auch stark, aber scheint auf einige Champs ziemlich giga heftig zu werden. Also Fairwolf Battle war damals Liebe, Leute, und das sieht nach Fairwolf Battle aus. Oder hatte Fairwolf Battle noch andere Sachen? Ich weiß es nicht. Na gut, wobei man sagen muss, Fairwolf Battle hat auf den Melees damals doppelt gestackt. Das ist hier nicht der Fall. Aber ich glaube, man hatte auch 8 Stacks, ne? 8 hatte man. Ja, dafür kriegt man hier 15 AD auf Stufe 18. Holy fucking check. Ja, weiter geht's. Essential Reaver super scheiße. Krieg 5 AD mehr. Spellsief, ich weiß, das ist komplett an mir vorbeigelaufen. Warum haben alle Spellsief Toplane gespielt? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das. Keine Ahnung. Ja, du musst jetzt einen Verbündeten in deiner Nähe haben, damit du die Procs nutzen kannst. Sonst funktioniert das nicht. Also RIP Toplane. Das gleiche gilt für dieses Ding. Asia, meine Freunde, bekommt doppelt so viel Tech Speed. Das freut mich. Ich mag den Emperor und vielleicht spielen wir eine Runde Emperor mal wieder. Na, wir können ihn mal testen. Das ist ein ziemlich cooler Buff. 1,5% ist nice. Der Nah macht ein bisschen mehr Armor. Hecarim kostet weniger Mana. Macht weniger Cooldown auf der E. 4 Sekunden. Super Crank. Super Crank. Hecarim Buff, Leute. Spielt Hecarim. Hier Bugfixing, Leute. Das verstehe ich gar nicht. War das. Die Frage ist, ob das bei jeder Q war. Aber die Level 1 Q hat einfach 70 Schaden gemacht und die Level 2 Q 45. Und die Level 3 Q 60. Ne? Und jetzt macht sie 30. Das heißt, RIP, Sylphie, RIP, andere Rengar-Spieler. Die Frage ist halt, haben die das selber gewusst? Weil wenn man das gewusst hätte, dann hätte man halt legit einen Punkt in die Q und den restlichen Punkt halt in die anderen Spells packen sollen, weil es ja komplett dumm. Ne, erst ab 4 hast du gerade mal 5 AD mehr. Na gut, RIP, Sivir ist so ähnlich und dasselbe auch bei Varus. Kaiser wurde Stormraiser vorgeschlagen, macht es nicht mehr, wurde removed, drunter mehr wurde Spear of Shoujin, Spear of Inchin. Keine Ahnung, finde ich irgendwie kacke, aber meine eigene Meinung. Das ist immer wichtig, ist alles meine Meinung. Ja. Dann Trundle, bisschen weniger Mana auf der W und außerdem ein bisschen mehr Attack Speed auf der W auch ebenfalls drauf. Minions spawnen, meine Freunde. Minions sind jetzt für Toplane und Botlane. Ich muss ein bisschen Hurry machen, ihr merkt das schon, sonst wird das wieder zu lang. 10 Sekunden länger schnell. Das heißt, die Waves kommen deutlich schneller auf der Toplane und Botlane an, weil vorher die Leute, ich habe es leider mir vorbeigegangen, ich möchte mich entschuldigen, aber ich weiß es nicht, ich habe bestimmt Maxi ein Video drüber gemacht, ich weiß es nicht. Irgendwie konnten die Laner in einem Pro-Player das abusen. Ja, Pro-Player, wahrscheinlich haben sie die Waves irgendwie manipuliert und haben sich da Vorteile. Das ist also nichts für euch, wir sind alle keine Pro-Player, deswegen. Ja, das, wobei man sagen muss, Toplane, ja, also, nee, hallo, hä, ist das nicht ein super harter Nerf auch für Jungler, für Botlane und Toplane in dem Sinne, dass du jetzt den Jungler nicht mehr so lange helfen kannst, weil die Minions einfach viel schneller auf der Lane sind? Ich denke schon, oder? Ich denke schon, oder? Ich denke schon, oder? Ja, hier steht minus 5% Damage, achso, Aram Nerf, okay, alles klar. Ich wollte schon sagen, was für minus 5% Damage, du kannst dich einfach minus, auf alles, ja, hallo? Dann haben wir bei Canon, also hier sind ganz viele optische Änderungen, Canon, Olaf, Riven, Wukong, hier Dr. Munde wirft anders, Gragas läuft anders, Katharina läuft anders, die laufen halt alle anders, Bootless Walk Animation Added. Ja, okay. Ja, welcome. Ranked, meine Freunde, ranked. Challenger ist jetzt offen, das heißt, ja, wir können jetzt alle Challenger werden. Hello, hello. Dann wollen wir mal sehen, was da so passiert. Ansonsten, den Rest, ja, ich weiß gar nicht. LP Splashing can now put your off position into promotion series. Also schwierig, ich will ja nicht ahnungslos kommen, aber
hätte gesagt, das ist was zu dem neuen System, was noch nicht da ist, weil hier steht Off-Positions. Auf jeden Fall gibt es hier Decay-Warnings für Off-Positions. Wahrscheinlich ist das für NA auch ebenfalls. Kann es sein? Oh ja, ich bin auf den NA-Patch-Notes, Leute. Das ist für NA. Das hier sind... Naja, so Challenger ist halt oben, aber die anderen Sachen, das ist nicht für uns. Die haben ja auf NA schon das neue Promotion-Team, also das quasi diese, ne, das Ranked für Midlane, Jungle und so weiter, für jede, alle einzelne Rolle, und dafür ist das Ganze gedacht. Ne? Ja, außerdem kommt, wie ich schon gerade gesagt habe, Papier-Nunu. Ja, kann man so halb sehen hier. Papier-Nunu, habe ich ja gesagt, habe ich schon besiegt in-game, er war auch aus Papier. Und Papier-Anivia. Schön. Schön. Ne? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Morgen gibt es dann eine Runde Kale. Ich freue mich auf euch. Auf Wiedersehen und tschüss.